Hallo zusammen. Schauen wir uns eine zusammengesetzte Ereignisschlussrechnung an. Das heißt, beide Kapitel in einem Beispiel kombiniert, ist auch nicht viel schwerer. Muss man aufpassen, dass man keinen Fehler beim Ereignis macht und nachher bei der zusammengesetzten Schlussrechnung beim neuen Anschreiben. Der längere Text steht wieder unten in der Videobeschreibung. Lies diesen bitte kurz durch und genau durch. Kurzversion: Gemüse soll eingelagert werden und es muss relativ schnell eingelagert werden, bevor es schlecht wird. Fünf Traktoren mit einer Anhängernutzlast von 2 Tonnen müssten 15 Mal fahren pro Traktor. Jeder Traktor fährt 15 Mal. Fünf Traktoren haben wir und jeder kann 2 Tonnen abtransportieren. Ereignis nach 3 Fahrten pro Traktor. Das heißt, jeder Traktor ist 3 Mal gefahren, werden 2 Traktoren auf ein anderes Feld geschickt. Dafür fahren die restlichen Traktoren jetzt mit 9 Anhängern mit 2,5 Tonnen. Und die Frage ist, wie oft muss jeder Traktor jetzt insgesamt fahren, um das Gemüse einlagern zu können? Text verstanden? Wenn nicht, unten steht er noch einmal ganz genau beschrieben. Der Ansatz ist leicht, er steht oben in der ersten Zeile. Fünf Traktoren, 2 Tonnen Anhängernutzlast, fahren je 15 Mal. Ereignis eintritt nach 3 Fahrten. 9er Ansatz, so als wäre nichts passiert, würde lauten, die 5 Traktoren mit 2 Tonnen Anhängernutzlast würden jetzt noch 12 Mal fahren und das Gemüse wäre eingebracht. Wir haben keine 5 Traktoren mehr, sondern haben nur mehr 3. Dafür haben die jetzt 2,5 Tonnen Anhängernutzlast und wir fragen uns, wie oft sie fahren müssen. Jetzt sind wir wieder bei der zusammengesetzten Schlussrechnung, müssen das Ereignis dann nur dazu addieren. Der Pfeil geht immer vom x weg bei der zusammengesetzten Schlussrechnung und wir halten uns zu einmal die Traktoren und besprechen jetzt Tonnen und Fuhren. Mehr Tonnen je Fuhr. Dann müssen wir natürlich weniger oft fahren, wenn mehr hinaufgeht. Weniger oft fahren. Mehr, weniger, unterschiedliche Konstellation, unterschiedliche Pfeilrichtung. Der Pfeil geht nach oben, muss dieser Pfeil nach unten gehen, logischerweise. Wir halten uns die Tonnen zu. Ja? So geht es, sieht man es gut, glaube ich. Wir halten uns die Tonnen zu, das heißt, wir sprechen jetzt über 5 Traktoren, 3 Traktoren und die Fuhren. Also, weniger Traktoren am Feld bedeutet natürlich, dass wir öfter fahren müssen. Weniger Traktoren, mehr Fahrten. Weniger, mehr, ungleiche Konstellation, ungleiche Pfeilrichtung. Das heißt, der Pfeil geht ja schon nach oben, muss dieser Pfeil nach unten gehen. Okay? Ansatz: x ist gleich Bruchstrich, beim x steht 12. Wir orientieren uns an den Pfeilen. Wir beginnen immer mit dem Beginn des Pfeils, der steht oben, das ist der Fünfer. Die Spitze unten, das ist der Dreier. In diesem Fall das Gleiche, der Beginn des Pfeiles ist der Zweier.
Die Spitze des Pfeiles ist 2,5. Wir schauen, ob wir kürzen können. Wir können natürlich hier kürzen. 3 und 12 geht beides durch 3 teilen, fällt uns hier ganz weg, bleibt uns hier ein Vierer über. Und dann könnten wir noch erkennen, 5 und 2,5. 2,5 ist genau die Hälfte von 5. Das heißt, wir können kürzen. Hier fällt es uns ganz weg und hier bleibt uns 2 über. Wir fassen zusammen. X ist gleich. Wir brauchen keinen Bruchstrich mehr, weil wir nur mehr durch 1 haben und haben 4 mal 2 mal 2. Also 4 mal 2 ist 8, mal 2 ist 16. 16 Fuhren müssen noch gefahren werden, um das Gemüse einzubringen. 16 müssen noch gefahren werden. 3 sind schon gefahren. Das heißt, addiert bedeutet, dass insgesamt muss jeder Traktor 19 Mal fahren, insgesamt, um das Gemüse einzubringen. Nachdem das Ereignis ja eingetreten ist und ich plötzlich nach 3 Fahrten 2 Traktoren weniger hatte, dafür aber mehr Anhänger-Nutzlast. Alles klar?